So, meine Freunde, ein wunderschönen guten Morgen. Schaut mal selbst, das Wetter ist Bombe heute. So sieht das Wetter aus, ein bisschen bewölkt, aber eigentlich nur strahlender blauer Sonnenschein. Und darum geht's auch heute. Wir nutzen das Wetter aus, denn ich habe mir hier diese neuen Sidewinder-Achsen gekauft. Die Sidewinder-Achsen haben ein doppeltes Lenkgummi. Ich bin die Dinger in München gefahren. Mit denen kann man so fett carven. Da habe ich mir gedacht, okay, bei dem Wetter werde ich auf jeden Fall mit dem Skateboard draußen rumfahren und werde ein bisschen fett cruisen gehen. Guck, dass ich irgendeinen geilen Hügel finde, wo man wenig Verkehr hat und wo man richtig geil runtercarven kann. So, das ist mein Ziel für heute. Ich sehe zwar so aus, dass ich um 10 Uhr, also jetzt um 10 sehe ich zwar so aus, als ob ich gerade jetzt aufgestanden bin, aber nein, bin ich nicht. Ich habe nur gerade erst geduscht, denn ich bin heute Morgen schon seit 7:30 wach, beziehungsweise seit 8 Uhr, denn ich habe ein Problem mit dem 3D-Drucker gehabt. Der hat irgendwie nicht mehr so gewollt, wie ich es will. Und jetzt habe ich wieder was eingestellt und probiert und rumprobiert. Jetzt druckt er gerade was. Das Druckergebnis ist nicht so geil wie die letzten. Irgendwie kommt da doch was bei rum. Aber irgendwie druckt er jetzt wieder. Ich muss mal gucken, dass ich an dem Druckergebnis ein bisschen was rumstelle. Auf jeden Fall druckt er hier gerade wieder die zwei Halterungen für das Skateboard, damit es nachher mit dem Carven die Yorkboard draufschneiden kann. Und ja, also ich bin schon seit 8 Uhr wach, ich bin schon ein bisschen länger wach, hab nur die ganze Zeit an dem scheiß Drucker rumgefummelt. Und ja, ja, und ich würde sagen, ich mache mir jetzt was zu frühstücken und vorab wollte ich euch noch hier meine kleinen süßen Chilis zeigen. Das werden alles Chili-Pflanzen. Ich habe die jetzt umgepflanzt in neue Erde. Irgendwie lassen zwei, drei so die Blätter hängen, aber die kommen jetzt auch wieder. Die eine hat sogar schon eine Blüte. Schaut mal hier. Die hat sogar hier schon... kriege ich es drauf? Jawohl. Die hat sogar schon eine Blüte hier am Start. Richtig geil. Und ja, ich würde sagen, ich mache mir jetzt was zu essen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ja, der 3D-Druck ist fertig, aber ich habe ihn jetzt mal nicht montiert, denn das Brett ist wirklich ein bisschen sehr kurz für diese Sidewinder-Achsen. Ich probiere das jetzt mit dem Cruiser aus, weil mit dem Cruiser kannst du auch richtig fette Turns ziehen, so 90 Grad Turns gehen auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Ganze wird ein bisschen too short, dieses ganze Brett. Von daher muss ich gucken, wie sich das jetzt verhält. Auf jeden Fall teste ich meins jetzt aus. Und dann sehen wir, wie gut das in Wirklichkeit funktioniert. Also bis gleich. So, Freunde, altbekannte Stelle. Ihr wisst alle, hier oben fährt kein Auto oder kaum ein Auto. Und eine mega fett geteerte Straße. Mal gucken, ob ich überhaupt gegen die Sonne erkennt. Aber Wetter, wie man sieht, mega fett. Skateboard am Start mit Sidewinder-Achsen. Ich glaube, das wird ein bisschen zu krass. Aber es sieht schon mal auf jeden Fall nice aus. Schaut mal. So, ja, ich würde mal sagen, wir machen mal den ersten Testlauf. Wir fahren mal hoch an die Kuppe und dann versuchen wir hier runter zu kaufen. Ist auf jeden Fall, man muss mehr in die Hocke gehen, um zu pushen. Aber wenn man kaufen will, oh, Alter, okay, das ist schon mega aggressiv. Das, das ist schon mega aggressiv. Aber das ist auf jeden Fall auch richtig nice. Ich glaube, die Achsen sind auf jeden Fall noch ein bisschen zu weich eingestellt.
Aber es ist schon fett. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal aus. Okay, also es ist auf jeden Fall zu weich eingestellt, aber damit ihr mal ungefähr ein Gefühl bekommt, wie das Ganze aussieht, zeige ich es euch gerade mal. Ich muss schon ein bisschen beeilen, die Speicherkarte ist gleich voll. Müssen wir heute eine neue kaufen. Hier auf jeden Fall, schaut mal hier. Hier geht es auf jeden Fall ein bisschen bergab. Ja. So, und ich bin jetzt hier ganz normal am Carven. So, und jetzt kann ich hier auch ganz normal carven. Und zwar, ich pushe ein bisschen. Und Achtung, wie krass die Turns gehen. Achtung. Ich weiß nicht, ob ihr das genau erkennt, aber ich kann hier fast 90 Grad Turns ziehen. Das ist halt mega, mega. Ich würde sagen, mega, mega smooth. Smooth. Aber dann habe ich fast einen Abflug gemacht. Oh, Gott sei Dank bin ich hingefallen, sonst wäre die Kamera am Sack. Macht auf jeden Fall Bock. Und die Turns sind auch nice, wobei ich sagen muss, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu stark mit dem Brett an den Rollen hängen bleibe, weil ansonsten macht es mal einen Ruck und ich bin ausgebremst und fliege aufs Maul, so wie gerade eben. Das wollen wir ja nicht. Aber ansonsten sind die Achsen richtig, richtig fett. So, ich habe nur noch 11 Minuten Aufnahmezeit auf der Kamera. Ich mache jetzt noch ein, zwei geile Turns, dann hole ich mir eine neue Speicherkarte. So, aber erstmal noch zwei, drei geile Testaufnahmen. So, Freunde, ja, nun sind wir hier wieder im Keller. Ich habe jetzt hier meine GoPro und versuche die mal hier drunter zu schrauben. Gucken, ob das überhaupt passt. Ja, vom Abstand her würde es passen. Wie man das hier sieht, hat die GoPro noch ungefähr eine Zeigefingerdicke lang Platz. So, wie man sieht, hat die GoPro hier noch richtig schön viel Platz, sogar noch mehr als ein Finger, sogar eine Daumenbreite, also die ist ordentlich, hat die Platz. Und ja, diese ganze Konstruktion hier, die werden wir jetzt einmal ausprobieren und werden mal schauen, ob die hübsche Kamera uns gleich richtig schöne Aufnahmen liefern wird. Also ich bin gespannt, ich nehme das Gaffer-Tape zur Sicherheit mal mit und ich würde sagen, let's go. So, Freunde, wieder an dem Platz angekommen. GoPro hängt dran, Skateboard noch alles eingestellt, wie es vorher war. Und ich glaube, ich werde es ein bisschen härter stellen, weil ich bin ja vorhin fast auf die Fresse geflogen. Das heißt, da muss man ja dann auch doppelt härter stellen, weil man hat zwei Lenkgummis. Bedeutet, einmal zwei hier drehen und zweimal hier drehen. So, das lässt sich auf jeden Fall besser pushen, aber das Carving-Verhältnis bleibt das gleiche. Nicht mehr so allzu aggressiv, aber doch schon noch geil aggressiv. Und jetzt mache ich die GoPro an. Die GoPro läuft. Ja, die GoPro läuft. Und ich würde sagen, jetzt wird ein bisschen rumgecruised. I need a one more chance. Oh, baby, let me show you. I need.
Macht das Bock. Also wie schon gesagt, Daumen hoch an diese Sidewinder-Achsen. Die sind mega fett. Jeden Cent wert. Wirklich jeden Cent sind die Dinger wert. Und ja, ich bin mega K.O. Mein rechtes Bein macht auch schon richtig Schlapp, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Ich habe über den Winter nichts gemacht. Ich war nicht Snowboarden, also nicht richtig. Ich war nicht Skateboard fahren, ich war nicht Fahrrad fahren. Ich habe nichts gemacht über den Winter. Kein Sport, kein gar nichts. Und ja, jetzt merke ich es im Knie, merke ich es im Bein, im Oberschenkel, dass es schon leicht brennt. Und ich sehr wahrscheinlich morgen Muskelkater haben werde von einer Dreiviertelstunde Skateboard fahren. Was aber gar nichts macht. Auf jeden Fall bin ich auch jetzt voll außer Atem und mega erschöpft. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich zu Hause bin. Ja, Freunde, ich habe ja gesagt, ich melde mich nochmal, wenn ich zu Hause bin. Jetzt bin ich zu Hause und ich war so neugierig auf die Aufnahmen, dass ich schon direkt das alles in Premiere gepackt habe und direkt angefangen habe zu schneiden, weil die Aufnahmen sind mega geil geworden. Vor allem mit der neuen Kamera, die ist super geil im Licht, super geil gegen die Sonne, super geil mit der Sonne. Was für eine Kamera das ist, das zeige ich euch auch nochmal in einem anderen Video. Auf jeden Fall, die Aufnahmen sind mega schnieke geworden. Ich fange jetzt an zu schneiden, ich will jetzt weiterschneiden, weil das Video, ich glaube, das wird richtig cool. Und ja, von daher seht ihr diese Abmoderation jetzt auch noch in dem Video, was ich gerade am Schneiden bin, weil es kommt ja morgen online am Sonntag. Meine Freundin kommt auch schon in einer, Alter, die kommt schon in einer halben Stunde. Ich bin schon 2 Stunden wieder am Schneiden. Ey, unfassbar. Auf jeden Fall, mega geile Sidewinder-Achsen, noch einmal, fett. Morgen ist noch ein geiler Tag. Vielleicht mache ich morgen einfach noch ein kleines Special-Video draus. Oder vielleicht mache ich morgen noch irgendein kleines Special-Video. Auf jeden Fall, das war's für heute. Ich hatte mega Spaß mit diesen Achsen. Ich bin bestimmt eine Dreiviertelstunde bin ich mit den Dingern rumgefahren. Ich merke immer noch, mein rechtes Bein ist immer noch erschöpft, mein Oberschenkel. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Peace. Vielen Dank. Ciao.